Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 12. August 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 671 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Bluetooth, Harmony OS, Bugs, Arlo und WhatsApp. Ich beginne gleich mit der Funkverbindung Bluetooth. Die wurde jetzt auch in der Schweiz ausgerollt. Jetzt werdet ihr denken, hä, Bluetooth haben wir ja schon lange. Ja, es geht um ein spezifisches Produkt oder Produktgebiet. Philips Hue ist den meisten unserer Hörer sicherlich ein Begriff. Die lassen sich über Zigbee ansteuern, also die Birnen und die Lampen und was da alles noch so mit rumgeht im ganzen Sortiment. Und wurde ja schon Anfangs Jahres angekündigt, dass man da auch eine Möglichkeit anbieten möchte, um eben zukünftig über Bluetooth anzusteuern. In den Staaten ist das Ganze im Sommer gestartet, gegen Ende der letzten Woche auch in Deutschland und Österreich und neu jetzt eben auch gegen ganz Ende der Woche, am Freitag nämlich in der Schweiz. Ab sofort sind die Bluetooth-gesteuerten Birnen erhältlich. Ist eine tolle Möglichkeit für Leute, die eben noch nicht solchen System haben, es einfach mal auszuprobieren. Es braucht keine Bridge dazu. Und wer dann später doch mehr Funktionen möchte und eben auch die Lampen fernsteuern etc. möchte, der kann sich eine Bridge dazu kaufen und ist dann ganz smart unterwegs. Finde ich eine tolle Möglichkeit. Dazu müsst ihr euch dann aber auch die Bluetooth-App, die speziell dafür von Philips entwickelt wurde, runterladen. Weiter geht's mit Huawei und die haben per Ende letzter Woche oder die ganze letzte Woche knapp ihre Entwicklermesse gehabt in China drüben und dabei auch Harmony OS offiziell vorgestellt. Das ist Huawei's eigenes und zukünftiges Betriebssystem, zumindest, wie man es aktuell sagt, für IoT-Devices und Autos und solche Geschichten. Das erste Produkt, was auf den Markt kommen wird, wird ein Fernseher sein. Aber man hat sich auch vorenthalten, dass man, sollte es in Amerika noch weiter so gehen und Probleme geben und ja, Handelskriege etc., innerhalb zwischen 1 und 3 Tagen einen Installer bereitstellen kann, um das Ganze bei bestehenden Android-Smartphones umzurüsten. Natürlich bei den Huawei eigenen. Sehr, sehr spannend auch, wie das Ganze ausschauen soll, wie das EMUI 10, also das kommende EMUI, somit das für den Kunden, der das nutzt, keinen wirklich großen Änderung geben soll. Auch noch spannend ist, das Ganze soll auf Open Source basieren mit einer eigenen SDK und somit halt auch für andere Hersteller dann möglich einsetzbar zu, oder wäre es möglich es einzusetzen. Weiter gehen wir in der letzten Woche auch noch, gegen Ende der letzten Woche bekannt geworden, an der Black Hat Sicherheitskonferenz in Las Vegas, dass Apple ein bisschen mehr Geld in die Runde schmeißt, und zwar für Entwickler oder für Leute, die eben nach Lücken, nach Bugs Ausschau halten und die dann eben auch melden. Bis anhin konnte man bei Apple 200.000 US-Dollar maximal abholen, wenn man wirklich eine große Lücke gebracht hat und das auch nur bei iOS, und das will man jetzt bis Ende Jahr aufbohren, und zwar nicht nur zukünftig für iOS, sondern dann auch für macOS, watchOS und tvOS. Finde ich eine super Geschichte, denn ja, auch da ist sicherlich auch das ein oder andere Löchlein, was gestopft werden möchte. Weiter gehen wir, wenn wir gerade im Bereich Sicherheit sind. Smarte Kameras sind ja ein großes Ding und ja, viele unserer Hörer werden wahrscheinlich auch solche haben. Ich unter anderem auch, sehr viele sogar von denen. Und ich habe da mehrere von der Firma Arlo. Arlo wurde ja damals aufgekauft von Netgear und die haben angekündigt, auch eine HomeKit-Unterstützung anzubieten. Und das ist jetzt soweit, zumindest für die Pro und Pro 2 Modelle kommt jetzt per Firmware-Upgrade eben genau ein solches dazu. Wer solche besitzt, sollte mal in die App-Stores gehen und natürlich logischerweise dann auch in der App auf die Firmware updaten für die bestehenden Geräte. Finde ich toll und werde ich nächstens dann auch bei meinen umsetzen. Weshalb das noch nicht jetzt geht, könnt ihr im verlinkten Beitrag auf tele.geektalk.ch nachlesen. Über 1,5 Milliarden Benutzer in über 180 Ländern und die tun, dass die App 23 Mal im Tag starten, im Schnitt zumindest.
Das ist WhatsApp. Große Nummern, große Zahlen, und bei großen Nummern, großen Zahlen ist natürlich auch so, dass auch viele Leute Ausschau halten nach Schwachstellen, weil man möchte ja auch ein bisschen sich am Erfolg partizipieren und da Schindluder mittreiben. Und an der, jetzt gehen wir wieder zurück in Las Vegas, Black Hat Konferenz wurde eine Möglichkeit vorgestellt, wie man eben die WhatsApp-Verschlüsselung umgehen kann, es sind sogar drei Sicherheitslücken, die sie gezeigt haben. Eine davon sei schon gestopft, aber dennoch sieht man da, dass einiges im Gange ist. Und wenn man sich das Video, was wir verlinkt haben, auf dem Digital Daily Blog anschaut, dann schaut das so ziemlich ähnlich aus wie das, was der Achim und ich am Mobile World Congress damals am der, was war das, Showstoppers Event bei einer kleinen Butze da gesehen haben. Auf jeden Fall etwas, was man ziemlich schnell stopfen sollte, wenn man WhatsApp wäre. Und für all diejenigen, die WhatsApp nutzen, halt wieder mal ein Ding zu überlegen, vielleicht doch mal auch einen alternativen Messenger auszuprobieren. Mehr dazu nächstens dann auch auf dem Pogipsi.ch Blog. Das war's mit den Neuigkeiten, die ich euch für den Wochenstart bereit hatte. Morgen geht's wieder weiter. Euch einen erfolgreichen und tollen Start in die Woche. Und ja, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.